Hi, heute mal mit Brille und ich wollte über das Ganglion nochmal reden. Also so diese ja, Gefäßproblemchen, die man, Gelenkproblemchen, die man so um das Handgelenk rum haben kann, meistens. Und ich habe dazu schon mal ein Video gemacht und habe da ein bisschen erzählt, was ich für Übungen trotz Ganglion machen konnte oder kann und auch die mir geholfen haben. Ja, und ob das jetzt weg ist und warum das jetzt weg ist, ja, das erkläre ich heute und habe dazu mal ein paar Gedanken. Ja, bleibt dran, nach dem Intro geht's los übers Ganglion nochmal. So, Ganglion, genau. Ich hatte hier an der rechten Hand eins und das ist weg. Das habe ich in den Kommentaren unter meinem anderen Video auch schon mal gesagt. Und warum ist es weg? Habe ich mich operieren lassen oder nicht? Nein, habe ich nicht. Ich habe mit einem, der meinen Kanal guckt oder dieses Video geguckt hat, auch so ein bisschen hin und her geschrieben. Der meinte, er boxt viel und macht viel Kraftsport und hatte das da. Und vielleicht ist es ja dadurch gekommen. Weil meine Theorie ist ja immer, oder der Spruch kommt nicht von mir, aber ich verwende den für ziemlich viel in meinem Leben, use it or lose it. Also benutze es oder es geht weg. Und das Gelenk hat ja auch einen bestimmten Bewegungsradius, ja. Und wenn ich den immer nur in einer Form halte, ja, die Hand immer nur eintönig, monoton bewege und benutze, ja, anstatt komplett alles auszutesten, was man kann. Oder auch einfach mal Belastung drauf zu bringen, ja, über den Griff. Wenn du mal so richtig greifst, dann merkst du ja hier einen Druck. Ja? Also die Finger selber, die haben ja nicht irgendwie da groß Muskeln, ja, sondern das kommt ja alles von hier. Und wenn du hier richtig mal zugreifst, so, ja, dann merkst du, hier spürst du was. Ja, und wie viele Leute machen denn was mit Griffkraft? Meistens hat man ja Tätigkeiten, die so richtig labberig sind. Ja, vor allem, wenn du irgendwie am PC arbeitest oder irgendwelche Bildschirme berührst. In dem Video, was ich zuerst darüber gemacht habe, habe ich auch Übungen, die könnte man zum Beispiel in einer Pause machen, wenn man sich, also ich verlinke dir das Video unten im Beschreibungsfeld und man kann diese Übungen auch einfach mal in der Büropause machen, ja, oder auch als Vorbereitung auf ein Training, ja, zum Warmmachen der Handgelenke. Ja, damit die so ein bisschen in Schwung kommen und da alles mal fließt. Ja? Weil diese Gelenkflüssigkeiten, das ist halt, ja, in meinem Kopf macht das schon Sinn. Wenn ich das alles nicht richtig benutze, dann gibt es Probleme mit dem Gelenk und der Gelenkflüssigkeit. Und mein Arzt sagte damals auch, es könnte von alleine weggehen, kann aber auch bleiben. Und sagte dann irgendwie, ich soll gegen Jahresende wiederkommen. Das war, glaube ich, letztes Jahr. Das habe ich dann nicht gemacht, sondern ich habe einfach noch ein bisschen gewartet und dann war es weg. So, und ich habe weiter einfach meine Bewegungssachen gemacht. Aber warum kam denn das Ganglion ursprünglich? Keine Ahnung, ich habe aber eine Idee. Ich habe zu dem Zeitpunkt oder kurz bevor das passiert ist, war ich sehr, sehr, sehr viel am Handy, was ich sonst nicht mache. Also wirklich richtig viel. Ja, weil es war eine Kombination aus emotionaler Stress, körperlicher Stress, das ging alles so zusammen. Ja? Also das heißt, die Hand hat immer so nur das Handy so gehabt. Und dann siehst du vielleicht so, das ist hier so abgeknickt. An der Stelle hatte ich auch das Ganglion. Ja? Das heißt, ich hatte die ganze Zeit mein Handy so da, habe da drauf geguckt, war richtig angespannt, weil da 2, 3 Monate waren gegen Ende 2021, wo da ging es um viel Geld für mich persönlich und ich musste regelmäßig aufs Handy gucken, also ich musste. Und dadurch kam ziemlich sicher dieses Ganglion. Ja, und dann, ja, die Mischung aus diesem Stress, diesen starken, starken Gefühlen und dieser monotonen körperlichen Haltung. Und sobald es für mich weg war, ja, sobald ich gesagt habe, lass los, und sobald ich weiter einfach meine Übungen gemacht habe, ja, ging das weg. Und das muss ja nicht sein, dass das bei jedem so ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei mir deshalb so war. Ja, das ist jetzt nicht aus der medizinischen Sicht gesprochen, das kann ich gar nicht, sondern einfach aus der Erfahrungssicht. Ja, und mich würde es mal interessieren, wie es bei dir? Hast du noch ein Ganglion? Ist es noch da?
bringen dir vielleicht diese Übung, was ich im anderen Video gezeigt habe, verlinkt hier unten. Guck dir die Übung an und dann gib mir ein Feedback dazu. Ja. Der Zuschauer meines Kanals, der das Video kommentiert hat, bei dem ist es besser geworden. Kannst dich ja mal melden, vielleicht ist es ja komplett weggegangen jetzt. Ich würde mich für dich freuen, wenn es so ist. Ich freue mich für euch alle, wenn das Ganglion nicht bleibt, weil es ist sehr unangenehm. Gut. Dann. Wir sehen uns im nächsten Video. Ach, eine kleine Übung kann ich sonst nochmal hier zeigen. Guck mal, den kann man fast immer überall machen und dann so die Hände greifen oder man kann die Hände versetzen. Habe ich auch im Video drin, ja, aber das gibt es jetzt schon mal als Schmankerl, ne? Als Vorspeise. Und im Video dann noch mehr Übungen. Gut, bis zum nächsten Mal. Jetzt aber. Ciao.